Herzlich willkommen zu Mono in TV, heute aus Lichtenfels. Und frohe Ostern. Ja, das ist ja. Ausladen helfen? Doch. Für technische Gespräche. Ach so. Wie fühlt man sich denn so, wenn man der Einzige ist, der nicht hilft? Sehr gut. Ja? Ja. Voller Tatendrang. Okay, cool. Dann bist du nachher wenigstens zur Show fit. Ja, auf jeden Fall. Das ist auch das Wichtigste. Genau, dass du fit bist. Eben, richtig. Ja, der Rest kann auch. Genau, wenn das Licht nicht stimmt, dann ist alles im Arsch. Dann ist alles im Arsch. Richtig. Verstehe ich. Dunkel, wie im Arsch. Hey, moin. Na? Moin. Alles gut bei dir? Ja! Bei mir ist alles super. Ich habe ja vernünftig viel geschlafen. Und da kommt der tolle Hausmeister, der hoffentlich unsere Dusche warm macht. Ja, Mama. Das ist doch deine Welt. Oh ja, ne? Das ist die Kamera holst. Was isst du denn hier von dem Liebsten? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, ich habe Bock auf die Waffeleier. Ah, ja. Passt auch so Ostern. Ja. Und du musst es gar nicht lange suchen. Ansonsten Pickup ist ganz gut, wenn wir dafür gesponsert werden. Ja, also ich stehe auf Kinderriegel und auf M&M's. Grünohrbärchen, vegetarischer Genuss. Aha. Mhm. Guten Tag. Steffi und Monty sind schon ganz lange zusammen. Heute hat sie das erste Mal mitgebracht. Ja. Und er darf gleich ans Mischpult. Ja. Weil er sonst keine Funktion gefunden hat. Toll, Steffi, dass du die Mono-Ink-Familie erweiterst. Ja, ne? Meine solche Mitarbeiter haben wir gerne. Soll ich auch noch vielleicht meine E-Mail-Adresse irgendwo unterbringen? Ja. Brauchen wir nicht. Ich habe ja Steffi. Geht's dir gut? Ich bin nicht warm. Ja, geht mir gut. Ich freue mich. Das macht's heute nicht besser. Jetzt wärme ich ja. Könnt ihr mal alle ein bisschen mitmachen, Tante? Was stimmt? Dabei muss jetzt auf wozu machen wir das? Nein, keine Geräusche. Habt ihr eigentlich schon von unserem Karaoke-Wettbewerb gehört? Ganz cool. Jetzt am Sleep, einer meiner liebsten Songs, eigentlich mein Lieblingssong auf der Bühne, gibt es jetzt als Karaoke-Version. Ihr könnt dazu singen und das Ganze bei YouTube hochladen, dann bei Facebook reinstellen, damit wir uns das angucken. Wir haben schon so geile Einsendungen gesehen. Da sind Leute bei. Es ist so süß und so cool. Wir haben gefeiert, uns gefreut und wir freuen uns auch auf deine Einsendung. Aber ja, dieser Karaoke-Wettbewerb, ich muss sagen, ich finde es extrem spannend, weil es ja auch gar nicht darum geht, dass es am besten intoniert ist oder so, sondern es geht ja eigentlich um die Idee. Also so ein paar Sachen bei, die dann vielleicht weniger perfekt sind, aber unheimlich geile Ideen dahinter stecken. Also ich bin da sehr gespannt und wir werden letztendlich auch da dann so einen Topf mit den besten, kreativsten, lustigsten Einsendungen, so ein Potpourri dann zusammenstellen und werden dann nicht alleine entscheiden, was wer das Ding gewinnen sollte, sondern das werden wir schon irgendwie wahrscheinlich dann mit euch gemeinsam entscheiden. Aber noch läuft ja der Wettbewerb, also motiviert euch selber und wen ihr noch nicht motiviert habt, einen Beitrag zu schicken. Get some sleep, Karaoke.